meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start und heute mit dem Thema Mixed Voice oder auf Deutsch Mischstimme. Daumen hoch, Abonnement, Hashtag starke Stimme und lass uns doch loslegen. Frag 10 Gesangslehrer und die werden dir 10 verschiedene Antworten geben. Und das nicht nur zum Thema Mixed Voice, sondern auch zum Thema Belting und überhaupt Belting und Belting-Technik und alles, was so in dem Bereich zu tun hat. Aber grundsätzlich, frag 10 verschiedene Gesangslehrer, die werden dir immer zu allen eine andere Antwort geben. Das hat oftmals mit der Methodik zu tun, mit der Pädagogik, die sie studiert haben, ob es jetzt Estel ist oder Complete Vocal Technique oder ob es was auch immer es da draußen gibt. Jeder hat eine eigene Definition dazu. Ja, erstmal ganz kurz, das Mixed Voice ist kein Register. So wie ich es gelernt habe und anhand der Techniken, die ich gelernt habe und nach dem, was ich gelernt habe, ist es also kein Register. Und jetzt also nochmal ganz kurz, was ist es jetzt genau? Es ist also eine Koordination aus 2 Muskeln, aus deinem Bruststimmregistermuskel und aus deinem Kopfstimmregistermuskel. Im Englischen heißt es aus den Thyroid Arytenoids, of Thyroid Muscle and the Cricoid Muscle. Und Cricoid Arytenoids, also das ist die englische Bezeichnung für die 2 Muskeln, die für dieses Register zuständig sind. Ich würde das jetzt mal als Übergang nennen. Das bedeutet, da, wo du deinen ersten Bruch hast, sagen wir jetzt mal, ich habe meinen ersten Bruch bei FG, aber vielleicht auch ein bisschen später bei H beispielsweise, dort möchte ich natürlicherweise ins Kopfstimmregister fallen. Also das Gefühl, oh, ich merke jetzt, da kommt der Bruch, ich will jetzt ins Kopfstimmregister gehen. Das ist der Moment, wo ich aber nicht ins Kopfstimmregister gehe, sondern dort gehe ich in die Mixed Voice. Die Mixed Voice ist im Grunde genommen, das sind im Grunde genommen Übergangstöne. Also es ist nicht ein Register, was es ausmacht, sondern es sind Übergangstöne, bevor du jetzt komplett ins Kopfstimmregister bricht, Flageolet, Whistle Note. Also wir sprechen jetzt einmal hier von diesen paar Übergängen. Diese Übergänge können zum Beispiel 70% kopfstimmlastig und 30% bruststimmlastig sein. Das heißt, dort kann ein Bruststimmanteil sein und ein hoher Kopfstimmanteil. Aber es kann auch umgekehrt sein. Es kann sein, dass du vielleicht ein bisschen mehr Bruststimme hast und weniger Kopfstimme. Dann klingt es vielleicht doch noch ein bisschen kräftiger und nicht ganz so leicht. Das heißt, wer richtig gut ist und sich für seine Stimme sensibilisieren kann, das ist das Stichwort, der kann diese Anteile hinzufügen, hinzuaddieren. Also es ist ganz wichtig für Sänger, dass sie sich sensibilisieren, dass sie erstmal diesen Übergang herausfinden, wo es eigentlich in meinem Register der Übergang. Dazu wäre es notwendig zu wissen, in welchem Register du bist. Wenn du das klassifizieren möchtest, das musst du im Popgesang nicht, aber im klassischen Gesang möchte man diese Klassifizierung haben. Und dann musst du immer schauen, wo ist also erstens mein erster Bruch, wo möchte meine Stimme natürlicherweise ins Kopfstimmregister fallen. Und wichtig ist also, dass du auch in beiden Registern fit bist, ne? dass du gut im Bruststimm bist, dass du auch okay, gut im Kopfstimmregister bist, um da diese Koordination herstellen zu können, damit es wie so ein fließender Übergang ist und nicht immer noch wie so ein Bruch. Oftmals dauert es einen Moment, bis man herausgefunden hat, was ist die Mixed Voice, wie kriege ich das überhaupt hin, koordinationsmäßig, und manchmal kann das am ersten Moment, in der ersten Stunde klappen, sage ich jetzt mal so, und manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, bis man es überhaupt verstanden hat und bis man überhaupt diese Koordination hinbekommt. Oftmals bist du schon meistens in einer Mixed Voice und merkst es vielleicht eigentlich fast gar nicht. So kann es auch ablaufen. Es gibt ganz viele Sänger wie Demi Lovato und Ariana Grande. Bei Demi Lovato hört man das grundsätzlich ein bisschen mehr heraus. Dann merkt man, oh, das wird da ein bisschen dünner, aber es klingt trotzdem sehr kraftvoll. Es ist also nicht ganz in der Kopfstimme, weil es immer noch sehr kraftvoll klingt. Für viele ist es auch so ein bisschen, oh, das klingt wie so ein Schrei. Das ist aber ziemlich geschrien. Das kann entweder auch klarer Belt sein, aber das kann auch da schon Mixed Voice sein. Also das heißt, sich auch dafür zu sensibilisieren und es rauszuhören, da braucht man auch nochmal einen Moment. Also Mixed Voice ist kein Register, es ist praktisch eine Erweiterung, könnte man auch so nennen. Es sind Übergangstöne, die diesen Bereich ausmachen, bevor du dann komplett auf Kopfstimme, Bruststimme, ich gebe euch mal so ein Beispiel, auch wieder auf meiner Lieblings Bruststimme, Kopf.
Kopfstimme. Übergang bei mir. Jetzt schon ein ziemlich doller Mix mit Brust. Nee! Ja, immer noch ein bisschen brustlastig, aber schon Kopfstimmanteil. Nee! Und dann merkt ihr, es wird also dünner und da ist bei mir sozusagen mehr Kopfstimmanteil, aber es ist trotzdem noch. Nee! Nee! So, und es wird ziemlich dünn. Auch bei mir und ihr hört auch heraus, das ist natürlich nicht meine Sweet Spot Lage. Es ist also nicht der Bereich, in dem ich jeden Tag singen würde oder ein Konzert damit tätigen würde. Nein, mein Bereich ist weiter unten F, G im tieferen Bereich. Das ist mein Sweet Spot und das heißt, alles, was eben oberhalb ist, ist für mich, das könnte ich vielleicht mal irgendwo in so einer Note raushauen, aber da würde ich jetzt keinen Song singen, der durchgehend nur in diesem oberen Bereich stattfindet, weil er auch nicht gut klingt bei mir. Und weil es auch einfach nicht, wie gesagt, mein Sweet Spot ist. Nein! Nein! Kopfstimme hier. Nein! Und das könnte man jetzt sozusagen noch mit einem besseren Brustanteil machen. Nein! Das klingt aber nicht so gut. Daumen hoch, Abonnement und wenn ihr Lust habt auf euer Mixed Voice Übungspaket, dann schaut doch mal unten in den Link rein. Dort biete ich nämlich für unter 15 Euro 3 Übungen für deine Mixed Voice an. Und dort gibt es verschiedene Pakete, die ich anbiete und dort könnt ihr diese ganzen Pakete kaufen für wirklich einen Apfel und ein Ei. Für einen Eyeliner. Und dort biete ich also das Paket an und das könnt ihr dann runterladen und kaufen und ja, eure Mixstimme trainieren. Danke fürs Zuschauen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt die nachfolgenden Videos anschaut, because that makes me so happy and I love just being here and giving advice and tips for you. Und danke so much.